Jetzt war ich gerade noch im Bademantel und jetzt, weil so schön die Sonne scheint, habe ich mir gedacht, gehe ich raus, werde ein bisschen Bewegung machen, werde eine kleine Runde laufen, joggen. Sagen wir lieber joggen. Laufen tue ich es nicht. Wenn ich laufe, ist ja jeder, der geht schneller. Aber ist ja wurscht. Jede Bewegung ist gut und irgendwie macht es Spaß. Man will jetzt schauen, gell? Der Frühling klopft schon an. Aber noch ist Winter. Trotzdem, jetzt machen wir einen kleinen Rundkurs. Wunderbar. So, der Lauf ist erledigt. Lauf, die Joggingrunde. War ganz nett, eine halbe Stunde ungefähr war ich unterwegs. Nicht, dass ihr glaubt, ich bin so ein super Sportler, der da jetzt gemütlich jeden Tag seine Kilometer überspult. Nein, bei weitem nicht. Ich bin jetzt nur dabei, einfach ein bisschen mich wieder zu bewegen, mich mehr zu bewegen. Und datu gehört das halt dazu. Schaut, ich muss aufpassen mit meinem Gewicht. Ich muss meine Gelenke ein bisschen schonen. Also ich muss das ja langsam angehen und genau das habe ich vor. Aber ein bisschen Bewegung schadet nicht. Und bei so einem Wetter, ja, ist die Motivation auch nicht schwierig. Aber jetzt gehe ich mir eiskalt duschen und dann geht der Tag weiter. Ja, was habe ich heute noch vor? Am Abend steht ja wieder 16er Burm live am Programm. Nämlich an der 10er Marie, wenn wir wieder den Wiener Blues aufleben lassen. Das reicht eh für einen Tag, oder? Muss ich noch was besorgen, fahre ich noch ins Donauzentrum. Und da brauche ich nämlich noch was vom Mediamarkt auf die Gache, nämlich eine Webcam, wo wir gemeinsam aufpassen. Weil mein Handy ist das immer so ein Problem mit dem Weitwinkel, wie ich mir sagen habe lassen, also sprich, dass möglichst viel ins Bild aufpassen. Jetzt muss ich mich schon sputen, weil erstens ist schon ein bisschen spät, zweitens muss ich ja dann noch nach Otterkring, das heißt natürlich, von Floridsdorf nach Otterkring ist eigentlich eine gute Verbindung, aber dauert schon seit Zeit. Darum habe ich jetzt beschlossen, ich fahre jetzt mit dem Auto und dann nachher mit Öffentlichen. Ja, ich habe nämlich so schöne Komplimente bekommen, dass bei unseren Live-Übertragungen auf Facebook der Ton und das Bild so gut waren. Das ist mir auch wichtig. Als Musiker, ich meine, das Bild ist, sollte eigentlich klar sein, nicht? Wenn ich ein Video trage, dass das Bild halbwegs gut ist. Ich meine, nicht so wie in einem Auto, wo so über die Lenker und alles drauf ist, aber man muss sich ein bisschen zu helfen wissen. Aber der Ton ist irgendwie, finde ich halt sehr wichtig. Nur mit dieser Live-Übertragung, das geht ja nicht so einfach mit irgendeiner Kamera. Das muss man ja irgendwie verbinden können, damit man das live streamen kann. Dann haben wir eine gescheite Kamera. Na schau, Felder Nummer 1 ist gar kein Mediamarkt, das ist ein Saturn. Voilà. Na, danke schön. Sehe ich das? Kriege ich gleich gratis los. Gut, Saturn. Mach recht. Hurra, ich bin fündig geworden. Ich habe eine Webcam gefunden. Gut, ich weiß nicht. Muss man schon sagen. Aber, hallo, alles für euch. Was habe ich jetzt zahlt? 89 Euro, 89,90 oder irgend sowas. Und das kostet auf Amazon 86,90. Ne? Na gut. So über das genommen halt. Ne? Zusammenpackt, Kamera kurz getestet, funktioniert tadellos. Wird auf jeden Fall ein gutes Bild, schaut schon gut aus. Und jetzt da bin ich am Weg nach Otterkring in die 10er Marie. Weil dort spielen wir mit den 16er Buben Wiener Lieder. Otterkring. Meine alte Heimat, da bin ich her. Meine ersten 35 Jahre meines Lebens habe ich da verbracht. Das hat sich ein bisschen geändert, muss man schon sagen. Man sieht das immer ein bisschen verklärt, wenn man da aufgewachsen ist. Und die Leute, die da jetzt aufwachsen, werden es in 20, 30 Jahren anders sehen. Ne? Trotzdem bleibt Otterkring mein Grätzl. Die alte Otterkirchen. Gut, das könnt ihr euch sagen, wenn es hell ist auch. Aber das kennt ja jeder. Ne? Wir machen das halt in der Finstern. Aber ja, da bin ich getauft worden, gefirmt worden. Da war ich in der Jungschau. Ja, alte Otterkirchen Kirche. Die ist so groß, weil die alte Kirchen haben es nämlich nicht angebaut, wie sie die gebaut haben. Die haben es einfach drüber gestellt. Die Kirchen.
Und erst wie der fertig war, hat man innen die alte Kirche angerissen. Deswegen ist die alte Ottergringer Pfarrkirche innen so riesengroß. Naja, jetzt ist es soweit. Da schaut's her. Die Zehner Marie. So, kann man es lesen? Die Zehner Marie, da bin ich aufgewachsen, kann man sagen. Da war ich oft. Da war ich schon, da habe ich noch nicht mal Wein trinken dürfen. Da habe ich noch einen Krachel getrunken. Aber jetzt liege ich einen gespritzten. Ein wichtiger Mann, der Gerhard Greisinger. Warum? Ja, weil das ist einer jener Ehrenamtliche, der für das Wienerlied so viel macht, dass es ohne solche Leute wahrscheinlich fast gar nicht mehr gab. Daher, Dankeschön. Das Wienerlied gehört gefördert. Viele Leute, die nicht wissen, dass es das Wienerlied gibt, ja, haben sich auch gar noch nicht gekümmert drum. Ich hätte gerne ein Achtel Wörtlinien und einen halben Soda, bitte. Wird leider von vielen Leuten totgeschwiegen. Unabhängig jetzt von Radio, Fernsehen, will ich gar nicht reden, ja, das wissen die meisten eh. Aber es wird auch von vielen Leuten negiert, die es eigentlich kennen sollten und wissen sollten. Ja, das ist spannend. Das, was ich dazu tun kann, das tue ich, weil es mir auch Spaß macht und weil ich glaube, dass es wichtig ist. Ja, dank von Leuten wie der Gerhard Greisinger. Ist das überhaupt möglich, diese ganzen Sachen? Geht das Ganze wieder publik aus und so weiter und so fort? Und das soll immer gesagt sein. So, jetzt trinken wir was. Jetzt trinken wir was. Prost. Ein Glas mit einem Stängel. Hier war ein Glas mit einem Hängel. Es sind jetzt trotzdem mehr geworden, als eigentlich reserviert worden. Und vor allem, es haben die letzten zwei Tage 17 Leute Krankheitsbedingt abgesagt. Also, das ist ja klar. Das passt eh schon. Also, ja, passt schon. Aber wir sagen immer so, wir spielen ja nicht für die Leute, die nicht da sind, sondern wir spielen für die Leute, die da sind. Der Saal wird relativ voll sein. Ich freue mich schon drauf. Ja. Eine Institution, ich weiß nicht, ob man da noch hört, weil es ist da ein Gestühl aufeinander, aber eine Institution, Ottergrings, habe ich jetzt vor die Linse bekommen. Was für ein Wortspiel, weil es ist der Einser-Fotograf, der Bani-Onkel. Hier sei, hallo. Ich bin's, der Bani-Onkel. Der Meister der Fotografie. Aber jetzt am Video werden sich die Leute denken, Alter, wer ist das? Ja, wer ist das? Dieser schlo-weiße Kreis. Ich habe den ersten Gruppe entdeckt, den wir haben. Du tust dir die Viere, weil sie die Angst haben. Das war eine andere Gruppe. Der Käferte-Gruppe war das. Da schnallten so. Siehst du es? Das meine ich. Wir spielen eine Schlussrunde. Das war's für heute. Ich wünsche eine gute Nacht.